Wir sind wieder im Modehaus L&T Sport. Heute bei uns Laurenz Beckemeyer, Torhüter beim VfL Osnabrück. Und Laurenz, auch für dich haben wir unsere Instagram-User befragt, was sie denn für Fragen an dich haben. 7 an der Zahl haben wir rausgesucht. Wir starten mit der Nummer 1. Und die erste Frage kommt von Lukas-DKMN, wahrscheinlich Diekmann. Zufrieden beim VfL? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben eine super Mannschaft. Ich komme jetzt aus Osnabrück und von daher bin ich natürlich super froh, wieder den VfL Fußball spielen zu dürfen. Okay, die zweite Frage kommt von MXVKI. Was am Ende ausgesprochen werden soll. Wie war das Gefühl, als A-Jugendlicher schon im Profikader dabei zu sein? Ja, natürlich auch das war ein super Gefühl. Ich habe das circa ein halbes Jahr vorher erfahren, dass ich eben in meinem zweiten A-Jugendjahr bei den Profis mitmachen durfte. Konnte dann eben die Trainingseinheiten bei den Profis mitmachen und habe aber trotzdem noch die Spiele von der A-Jugend gemacht. Von daher war es für mich heute eine super Lösung und war natürlich umso froher, dass die Saison so gut verlaufen ist. So, für die dritte Frage fragt Robin-BKR. Könnte das möglicherweise ein Verwandter sein? Ich weiß es nicht. BKR? Keine Ahnung. Auf welche Schule bist du in Osnabrück gegangen? Ich war erst auf der Grundschule in Eversburg bis zur 4. Klasse und danach war ich auf dem Gymnasium Carolinum in der Innenstadt. So, und nach deinem Abitur am Carolinum bist du in ein Studium eingestiegen und das wollen wir jetzt auch noch wissen. Was studierst du da, Laura? Ich studiere nebenbei zum Fußball noch ein bisschen Physik hier in Osnabrück an der Hochschule oder an der Universität. Physik. Wie geht sowas? Also ich konzentriere mich natürlich voll auf den Fußball. Es macht mir aber Spaß, ein bisschen nebenbei Physik zu machen. Ich glaube auch, dass es Sinn macht, neben dem Fußball ein bisschen was zu machen. Und ja, bin jetzt seit circa 2 Jahren ein bisschen mehr dabei und möchte es auch auf jeden Fall zu Ende führen. Das ist stark. Jetzt frage ich noch einmal nach, schiebe quasi die 8. Frage nochmal ein. Wie kommt man denn als Fußballer zur, in Anführungsstrichen, harten, trockenen Naturwissenschaft? Also ich meine, Physik ist ja nun wirklich jetzt kein Studiengang für jedermann, wenn ich das mal so sage. Ach, was heißt trockene Naturwissenschaft? Also mir macht es nach wie vor Spaß. Ich habe es in der Schule schon super gefunden. Man muss einfach so ein bisschen für stehen, dann passt das schon. Also ich finde es ganz stark auf jeden Fall. Frage 4, die kommt von alex.s9 und Alex fragt, wo siehst du dich in 3 Jahren? Ja, also in 3 Jahren, ich sehe natürlich auch selber, ich möchte auf jeden Fall mehr Spielzeit bekommen. Das heißt auf jeden Fall in 3 Jahren, ich möchte bei einem guten Verein Fußball spielen. Kommen wir zur 5. Frage und die kommt von Gerrit Dropp und Gerrit fragt, wie schafft man es, so motiviert zu bleiben, obwohl man so wenig Spielzeit bekommt? Ja, das stimmt schon. Ich hatte natürlich jetzt wenig Spielzeit über die letzten paar Jahre, aber trotzdem einfach der Wille im Training alles zu geben, das reicht mir schon, mich zu motivieren. Ich möchte mich natürlich weiterentwickeln, das ist für mich das Wichtigste im Moment. Ist natürlich auch starke Konkurrenz im Kader, gerade auch auf deiner Position. Das stimmt natürlich. Die vorletzte Frage, Frage 6, kommt von Mattis2699 und Mattis fragt, größter Erfolg, F-Jugendmeister mit SV Atta oder Drittligameister mit dem VfL? Ja, ich glaube schon Drittligameister mit dem VfL. Ich habe ja, bevor ich in die Jugend zum VfL kam, beim SV Atta gespielt und dann sind wir F-Jugendmeister geworden. Don't forget die ersten Schritte sozusagen. So, und dann kommen wir zur allerletzten Frage und die kommt von Nele-3201. Nele fragt, welche Fähigkeiten muss ein Keeper haben? Welche Fähigkeiten muss ein Keeper haben? Also, ja, ist natürlich klar, ein Torwart muss gut Bälle halten können, aber auch fußballerisch gut sein. Ich glaube, für einen Torwart ist es ganz wichtig, dass man im Kopf fit ist, immer wach ist im Spiel und einfach am Ball bleibt, motiviert ist. Lorenz, und damit sind wir schon durch die 7/8 Fragen durchgeflogen. Ich danke dir für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin noch für die Saison, vor allem verletzungsfrei bleiben, ganz wichtig. Vielen Dank. Danke.